Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Herr Jesus Christus, der in Bethlehem geboren wurde, er sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, in großer Freude grüßen wir Sie aus unserer weihnachtlich geschmückten Pfarrkirche St. Franziskus in Urexweiler. Wir dürfen zusammen mit allen Christen in der weltweiten Gemeinschaft der Kirche und der Kirchen das hohe Weihnachtsfest begehen und dafür danken, dass durch die Geburt des Kindes von Bethlehem der Welt ein ganz besonderes Licht aufgestrahlt ist. Ein Licht, das uns die Liebe und die Nähe Gottes spüren lässt. Und so wollen wir zu Beginn dieser Andacht beten. Herr Jesus Christus, in der heiligen Weihnacht ist uns das wahre Licht aufgestrahlt. Lass uns dieses Geheimnis im Glauben erfassen und bewahren, bis wir einst im Himmel den unverhüllten Glanz deiner Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt.
Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Liebe Schwestern und Brüder, in diesem besonderen Jahr 2020 fallen mir bei dieser Krippenszene, die wir eben gerade aus der Weihnachtsgeschichte gehört haben, zwei Dinge auf, die sehr parallel sind zu vielem, was Menschen jetzt gerade erleben. Das eine ist die Not der heiligen Familie. Das andere ist die Isolation, das Abgeschirmtsein von der Außenwelt. Ja, Geld scheint keins da gewesen zu sein, als Josef sich mit der schwangeren Maria auf den Weg zur Volkszählung gemacht hat. Man kann sich keine Herberge leisten. Man wird abgewiesen und man landet auf einmal in einem ganz ärmlichen Stall und ist dann sogar noch dankbar für die Futterkrippe und das Stroh, die sich wenigstens dort für das neugeborene Kind finden. Ich denke an so viele, die im Moment auch Not leiden, die die Pandemie vielleicht sogar wirtschaftlich oder existenziell in Bedrängnis gebracht hat oder die tatsächlich an die eigene Gesundheit gegangen ist. Und dann ist da das Phänomen, dass dieser angebliche König über die ganze Welt nicht unter großer Beachtung an einem repräsentativen Ort in einem Schloss geboren wird, sondern ganz isoliert, ganz abgeschirmt in diesem Stall von Bethlehem. Und die ersten Zeugen kommen auch nicht gerade aus der großen Öffentlichkeit oder aus der Mitte der Gesellschaft. Einfache Hirten sind es, die auf dem Feld gelagert haben und dann dem Engel und dem Licht folgen. Und jetzt kommt die große Hoffnung der Weihnacht, die mitten in diese beiden Situationen hineinspricht und hineinleuchtet. Gott überschreitet durch die Geburt seines Sohnes solche Grenzen wie die der Not und der Abgeschirmtheit. Es lässt sich nicht aufhalten, dieses Evangelium, diese neue gute Nachricht, dass er auf eine ganz neue Art und Weise in die Menschheitsgeschichte eingetreten ist, indem er nämlich seinen eigenen Sohn Mensch werden lässt. Und er wird den Weg des Menschen gehen, nicht immer in Gold und Purpur, ganz im Gegenteil, eher ganz einfach, bis hinein in die Niederungen von Leid und Kreuz. Gott überwindet alle Grenzen, um zu uns Menschen zu kommen. Und wer das glaubt, liebe Schwestern und Brüder, der wird auch mitten in der Dunkelheit einer solchen Pandemie froh und voller Hoffnung Weihnachten feiern. Er ist da. Amen. Thank you.
Am Hochfest seiner Geburt beten wir zu unserem Herrn Jesus Christus, der als Kind zu uns Menschen gekommen ist. Für uns Christen in der weltweiten Gemeinschaft der Kirche. Erhelle durch das Licht der Weihnacht alle Dunkelheiten unseres Lebens und stärke unseren Glauben an deine Nähe und Liebe. Christus, du Retter der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Mitmenschen, die nicht frohen Herzens Weihnachten feiern können, weil sie krank oder einsam sind oder unter den Folgen der Pandemie leiden. Wende dich ihnen in Liebe zu und schenke ihnen Kraft für ihren Lebensweg. Christus, du Retter der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die in Politik, Medizin und Forschung um unsere Gesundheit besorgt sind oder an der Einführung der neuen Impfstoffe arbeiten, führe ihre Bemühungen zum Erfolg. Christus, du Retter der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Familien und die Kinder in unseren Pfarrgemeinden, schenke ihnen frohe und gesegnete Festtage und erhalte ihnen den Frieden und die Gemeinschaft. Christus, du Retter der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die in Krisengebieten leben oder sich wegen ihres Glaubens bedroht fühlen, erhöre ihre Bitten um ein menschenwürdiges Leben und ein friedliches Miteinander. Christus, du Retter der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere lieben Verstorbenen, die uns zu dir vorausgegangen sind, erfülle an ihnen alle deine Verheißungen. Christus, du Retter der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Denn dir, dem Kind in der Krippe, vertrauen wir alle unsere Bitten an, weil wir glauben, du bist wirklich Gottes Sohn. Wir danken dir für deine Menschwerdung heute und allen Tagen unseres Lebens bis in Ewigkeit. Amen. Lasst uns all unsere Bitten, aber auch wirklich all unseren Dank und all unser Vertrauen in Gott zum Ausdruck bringen durch die Worte, die Jesus selbst uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gerne möchte ich Ihnen allen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und auch denen, für die Sie gebetet haben, am Ende dieser weihnachtlichen Andacht den Segen Gottes zusprechen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben und diese Tage erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes.
Er mache auch eure Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade. Amen. Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden. Mit dieser Freude erfülle er euer ganzes Leben. Amen. In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden. Durch ihn schenke er allen Menschen guten Willens seinen Frieden. Durch ihn vereine er euch mit der Kirche des Himmels. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Wir wünschen Ihnen allen, liebe Schwestern und Brüder, auch Ihren Familien und Angehörigen von Herzen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Und kommen Sie gut ins neue Jahr hinein, von dem wir alle hoffen, dass es ein besseres wird.